Das hier bin ich, kurz bevor ich mir den Film Five Nights at Freddy's reinziehe. Bin ich gespannt. Oh ja, habe ich gleichzeitig ein bisschen Angst durch die ganzen potenziell eher sehr, sehr schlecht ausfallenden Kritiken, die ich gelesen, gesehen oder gehört habe. Ja, ein bisschen, aber lasse ich mich dadurch, naja, verirren, verunsichern oder, naja, davon abhalten, diesen Film zu sehen? Nö. Obwohl fast alle Filmkritik-Kanäle, die ich abonniert habe, anscheinend sagen, dass es mit einer der schlechtesten Filme ist und dass dieser Film im Allgemeinen einfach nur grottig und definitiv nicht zufriedenstellend ist. Obwohl das all diese Kanäle sagen, lasse ich mich dadurch jetzt erstmal absolut nicht verleiten. Natürlich habe ich es im Hinterkopf, aber ich werde mir den Film angucken. Danach werde ich mich sofort wieder hier hinsetzen und ich werde euch meine Meinung dazu erzählen und dann auch darauf eingehen, ob die Kritiken gerechtfertigt sind oder halt nicht. Beziehungsweise, warum sie gerechtfertigt sein könnten und warum nicht. Beziehungsweise, ob man sie verstehen sollte oder nicht. Ja, und wenn ihr das Ganze erfahren wollt und wenn ihr euch meine Meinung interessiert, dann bleibt dran. Und damit heiße ich euch quasi zwar erst gleich in der Zukunft, aber trotzdem schon mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. So, und nun 110 Minuten Spielfilm später sitze ich wieder hier und was soll ich sagen? Was ist meine Meinung jetzt zu Five Nights at Freddy's, dem Film? Ich fand ihn geil. Und bin auch ehrlich, nach Schauen des Films verstehe ich die ganzen Kritiken noch ein kleines Ticken weniger. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Als ich die ganzen Kritiken gesehen oder gelesen habe, dachte ich mir so, okay, die sagen, der Film ist nicht gruselig genug, nicht brutal genug, nicht blutig genug und würde sehr langweilig oder sehr zäh sein, sich auch nicht so wirklich, ja, keine Ahnung, also es wäre irgendwie so eher ein Kinderfilm. Und da muss ich sagen, ich verstehe nicht, warum sich so viele Leute darüber aufregen. Punkt 1, wir wissen seit jetzt ein paar Tagen, der Film ist ab 16 Jahren. Dementsprechend war ja von vornherein klar, da wird kein großartiger Gore-Faktor drin sein. Ja, ich weiß, zum Anfang, wo der Film angefangen wurde zu drehen, wurde uns gesagt, das ist mit einer der krassesten Filme. So viel gorige Momente, man weiß gar nicht, ob man die überhaupt in den Film packen kann. Aber sind wir mal ehrlich, auch wenn man sich die Five Nights at Freddy's Spiele, vor allem Teil 1, anguckt, da ist nicht viel Blut bis hin zu gar kein Blut. Ich meine mal, in den wenigsten Five Nights at Freddy's Spielen ist überhaupt sehr viel Blut zu sehen. Der erste Five Nights at Freddy's war einfach ein gruseliges, einfaches Jumpscare-Spiel und hat halt irgendwie danach sehr viel Lore aufgebaut, auch durch sehr viel die Bücher, Comics und was weiß ich. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der so viele Kritiker so unzufrieden stellt. Diese Leute kennen sich vielleicht gar nicht so krass mit der FNAF-Lore aus, was ja auch prinzipiell erstmal gar nicht schlimm ist. Aber es wurde auch relativ am Anfang des Films oder zu Beginn der Dreharbeiten gesagt, das ist ein Film für die Five Nights at Freddy's Fans. Wenn Leute, die diese Serie, Spieleserie und die Lore dahinter nicht wirklich kennen, den Film gucken wollen, dann ist es okay, aber er ist nicht speziell dafür gemacht. Und deswegen verstehe ich viele Kritiker, die sagen, der war langweilig, es ist nicht so viel Actionreiches passiert und die waren gar nicht so gruselig, aber im ersten Teil waren die Animatronics auch nicht wirklich gruselig. Wo ich dann eher verstehe, ist die Kritik von manchen Fans, aber darauf komme ich jetzt gleich erstmal zu sprechen. Vorab möchte ich sagen, ich finde den Film, wie gesagt, super gut. Es ist kein unendlich krasser Film, der die Revolution der Filmgeschichte verändert, und es ist auch kein krasser Horrorfilm. Es ist nicht mal wirklich ein Horrorfilm, würde ich sagen. Es gibt zwei, drei Schockermomente, aber am Ende des Tages finde ich, 16 Jahre ist auch noch ein bisschen sicher geschätzt. Also man könnte auch mit 14, 15 da reingehen und ich finde, man würde nicht unbedingt, naja, verstört werden. Aber der Film an sich, die Animatronics sehen super geil aus. Es ist Hammer, wie die sich bewegen, wie die Designs sind, wie geil die sind. Allein die Tatsache, dass bis auf den Cupcake quasi nichts CGI ist, ist unfassbar geil. Ich finde, diese Animatronics zu sehen, wie sie da stehen, tanzen, laufen und, ob es jetzt die Momente sind, wo sie wirklich mechanisch bewegt werden oder halt ein Schauspieler sich da drin versteckt gerade. Egal wie, diese Animatronics sind super gelungen. Die sind nahezu perfekt und ich würde sowas gerne in mehr Horrorfilmen sehen. Etwas, was irgendwas mit solchen Sachen, wo einfach Echtheit hintersteckt und nicht viel CGI. Auch die schauspielerische Besetzung. Alle, samt wirklich alle, ob es jetzt der Schauspieler, ich habe seinen Namen leider wirklich vergessen, von Mike ist, ob es die Vanessa ist, ob es die Schwester von, also Abby ist, alle, oh mein Gott, Matthew Lillard als William Afton, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, das muss ein eigenes Kapitel in diesem Video geben. Einfach schauspielerische Besetzung, super geil, wirklich
Hammer. Überhaupt das Setting, die Szenerie, wie die Pizzeria aufgebaut ist, wie das alles eingeführt wird, die kleinen, vielen kleinen Easter Eggs, die überall eingebaut wurden. Der Film ist definitiv was für Fans der Reihe und nichts für jemanden, der gesagt hat, ach guck mal, das ist ein lustiger Film mit Kuscheltieren. Man muss sich schon ein bisschen damit auskennen und dann versteht man auch, oder dann macht der Film einem auch erst wirklich Spaß. Ich verstehe sehr, sehr viele Leute, die sagen, hier, der Film hat aber auch ein sehr langsames Pacing. Ich muss sagen, ich finde die ganzen oder viele Tagespassagen nicht so geil und ich hätte wesentlich länger oder mehr gerne nachts ablaufen sehen, weil es heißt immer Five Nights at Freddy's. Geil finde ich, es sind wirklich 5 Nächte. Es sind 5 Nächte bei Freddy's. Aber ich hätte schon wesentlich mehr davon gezeigt. Wesentlich mehr Nachtwächter-Sachen, die halt da passieren. Manche Leute, die sagen, ja, das hat gar nichts mit dem ersten Spiel zu tun, da habe ich jetzt noch kürzlich einen TikTok gesehen, das werde ich hier einblenden, die denken auch, dass das, der Film so hätte aussehen sollen wie das erste Game und Leute, das wäre langweilig gewesen für die, die das Game nicht kennen. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht wirklich die Kritiken, dass der Film schlecht sein soll, weil er ist nicht schlecht. Er ist vielleicht nicht das, was alle erwartet haben und er ist auch wirklich nicht unbedingt ein krass guter Film, aber für Five Nights at Freddy's Fans und für das Genre Five Nights at Freddy's ist der sehr, sehr, sehr stabil. Kommen wir mal ganz kurz zu den Punkten, wo ich sage, ja, ich verstehe die Fans, die hier Kritik ausüben. Und zwar finde ich, es hat eine eigene Lore. Und das finde ich ein bisschen schade. Die Grundidee, dass die Kinder von William Afton getötet wurden, in die Animatronics gestopft wurden und deren Geister, deren Seelen die Animatronics besessen oder Besitz über diese nehmen, ist ja da gewesen. Aber die ganze Story drumherum, der bis von 83 war es, glaube ich, überhaupt William Aftons Familie, Vanessa, warum ist Vanessa William Aftons Tochter? Warum ist Mike Schmidt nicht Michael Afton? Warum ist Abby nicht Elizabeth Afton? Und auch die Entführung von Mikes und Elizabeths Bruder am Anfang von William Afton. Warum? Also, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Warum hat man sich dazu entschieden, die Lore zu nehmen und sehr stark abzuwandeln? Am Ende des Tages kann man sagen, okay, man sieht den Film und die Spiele einfach als 2 verschiedene Universen. Dass man sagt, in dem einen passiert die Lore, in dem anderen die andere. Finde ich aber eigentlich schade. Ich habe ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, vielleicht ist es auch einfach das umgedrehte Universum. Denn wir haben in den Originalspielen, in der Original-Lore, nicht nur William Afton, sondern auch Henry. Scheiße, hab seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall hat dieser eine Tochter, wie jetzt halt William Afton Vanessa hat. William Afton hat 3 Kinder, so wie Henry in dem Fall 3 Kinder haben könnte. Das eine ist einmal halt Mike, das andere ist Abby und das dritte ist Garrett oder wie die auch immer heißt. In der alternativen Variante sind William Aftons Kinder Michael, Elizabeth und The Crying Child, was einfach keinen Namen hat, mit dem Biss von 83. Ich glaube, es war 83 und so weiter. Und dadurch wird ja William Afton erst so, wie er wird, so wirklich. Und das ist tatsächlich was, was ich schade finde, dass sie da nicht die Lore so genommen haben. Dass sie nicht einfach gesagt haben, okay, wir packen wirklich Mike Schmidt als Michael Afton rein, der einfach, weiß ich nicht, als Kind oder als Jugendlicher zur Adoption freigegeben wurde, meinetwegen, und deswegen Mike Schmidt heißt und seine Schwester Abby ist Elizabeth. Es hätte funktioniert, sagen wir es mal so, auch der Moment, wo Michael Afton als dieser komische, weiß ich nicht, Arbeitsamtmitarbeiter, nenne ich es mal, auch Michaels Nachnamen liest, dachten ja viele, oh, jetzt weiß er, dass es sein Sohn ist. Ja, nee, ist es halt nicht. Er wusste einfach nur, okay, dem sein Bruder, den habe ich schon getötet. Das, ne? Deswegen, das ist ein Punkt, wo ich sage, yo, alle FNAF-Fans da draußen, ihr könnt zu Recht ein bisschen stinkig sein. Weil ich verstehe es auch nicht. Sie hätten einfach die Lore nehmen können, die da gewesen ist. Ich bin ehrlich, wir haben unseren Bootleg-Byte von 83 bekommen. Bootleg-Variante halt einfach nur. Nichtsdestotrotz, für seine eigene Geschichte ist der Film super. Die Story macht Sinn, es wird alles gut erklärt, es passt alles, die Animatronics sehen, wie gesagt, geil aus, die Besetzung ist super und auch die Szene, wo sie da diese Festung bauen, da haben ja so viele gesagt, oh mein Gott, das ist ja kein Gruselfilm mehr, aber hey Leute, ihr müsst bedenken. Und das hat der Film eigentlich perfekt eingefangen. Zu diesem Zeitpunkt, wo Abby und Mike und Vanessa mit den Animatronics diese Burg gebaut haben und da im Kreis liegen, ihr müsst bedenken, zu dem Zeitpunkt haben die Kinder die Animatronics bedient. Und es sind Kinder. Und das, was da passiert ist, war ein typisches Kinderverhalten. Und auch der Punkt mit den Augen, wo ja ganz am Anfang, wo der Trailer rauskam, sehr große Diskussionen gaben, verstehe ich. Ich bin auch der Meinung, man hätte es so machen können wie bei Spring Trap. Die Animatronics haben rote Augen, sobald William Afton sie
steuert, beziehungsweise ihnen Befehle gibt, was total Sinn macht. Und sie haben keine rot leuchtenden Augen, wenn sie mit Abby spielen oder sonstiges, was auch Sinn macht. Hätten sie ihnen da aber die weißen Augen gegeben, hätte es wesentlich besser gepasst und auch mehr Sinn gemacht, weil am Ende die Kinder in dem Moment die Animatronics bedient haben, kontrolliert haben und das hätte dann wieder zu Lore super gut gepasst. An der Stelle muss ich mal kurz einen kleinen, aber feinen Beitrag aus dem Schnitt dazu packen. Und zwar liege ich damit dieser Aussage nicht hundertprozentig korrekt, denn es gibt tatsächlich mehrere Augenstadien in diesem Film. Es gibt zum einen die, ich sag mal, normal, standardmäßig leuchtenden Augen, dann gibt es die Augen, die nicht leuchten und es gibt die ganz rot leuchtenden Augen. Dazu muss erwähnt sein, dass die Augen der Animatronics schon leuchten, wenn Williams Eftons Befehle ausgeführt werden, aber auch eigenständig können sie die Augen zum Leuchten bringen. Siehe am Ende des Films, während sie ihn ins Hinterzimmer schleifen, leuchten sie auch dunkelrot, das was quasi bedeutet, okay, die sind gerade angepisst. Dementsprechend ist diese Aussage nicht hundertprozentig richtig, aber die leuchtenden Augen deuten quasi darauf hin, dass sie ihrer Programmierung nachgehen. Wenn die Augen nicht leuchten, dann sind es die Kinder, die ihre, ich sag mal, auch Kindlichkeit rauslassen. Sieht man zum Beispiel, wenn Abby sagt, hier Freddy, alles gut, das ist mein Bro, sieht man, wie Freddys Augen aufhören zu leuchten. Was bedeutet, sein Verteidigungsangriffsprogramm wurde von dem Kind mehr oder weniger überschrieben oder gestoppt. So zumindest meine Interpretation und auch Teil der Fakten halt. Ne? Das wollte ich hier nur einmal eingebracht haben. Weiter geht's im Text. Aber das ist ganz ehrlich ein ganz, ganz kleiner Punkt, weil, sind wir mal ganz, ganz ehrlich, egal wie dieser Film die ersten, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde performt hat, das Ende, William Afton als Springtrap, Spring Bonnie, zu sehen, sein Auftritt war grandios. Matthew Lillard hat in dieser Rolle so unfassbar gut performt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke, wie Springtrap, also William Afton, um die Ecke geht im Spring Bonnie Suit und da anfängt zu reden, ich kann es nicht in Worte fassen. Unfassbar geniale, hammermäßige schauspielerische Leistung von Matthew Lillard. Er hat perfekt in diese Rolle gepasst. Alles, was er als William Afton gemacht hat, diese kurze Szene, die da nur war, fuck, der Cupcake hatte mehr Screentime und das fand ich scheiße. Wer will den Cupcake sehen? Ich fand es irgendwie lustig. Der hat auch ein bisschen so, das war so ein schöner Comic Relief immer mal wieder. Aber fuck, er hatte mehr Screentime als William Afton, was ein bisschen schade war. Nichtsdestotrotz, diese kurze Zeit, wo wir Springtrap sehen, beziehungsweise William Afton in voller Action, war episch. Bis zum geht nicht mehr. Hammermäßig, das ist das, was der Film hätte noch gebraucht. Ein bisschen mehr William Afton. Komme ich aber gleich noch drauf zu, warum es auch verständlich ist, warum es noch nicht der Fall ist. Dann haben wir natürlich auch die großartige Springlock-Szene. Ja, ich kann's verstehen, dass da einige ein bisschen angepisst sind. Die Springlock-Szene, die wir in Handmade-Animationen sehen, in YouTube verteilt, ist wesentlich kranker, wesentlich goriger, wesentlich blutiger, wesentlich brutaler und einfach krasser. Die Springlock-Szene hier in dem Film war, ja, okay. Ich fand's nicht schlimm, aber man hätte es cooler machen können. Ich fand zum Beispiel, es war absolut nicht passend, dass er zu diesem Moment seine Maske abhatte. Es hat zwar den Schmerz und so in seinem Gesicht quasi verdeutlicht, aber ich hätte es besser gefunden, wenn, wie in dieser Animation, die ich vielleicht auch einblenden werde, die Springlocks halt wirklich überall im ganzen Körper zugreifen und nicht nur im Brustbereich. Fand ich ein bisschen schade, weil auch allein sowas wie der Fakt, dass William Afton diesen Anzug nicht ausziehen kann, liegt einfach nur daran, dass sich in der Originalversion der Spiele Lore diese Springlocks überall befinden. An den Beinen, an den Armen, im Brustbereich, im Kopfbereich und dementsprechend sich diese Sachen halt in den Körper überall reinbauen und der deswegen an diesem Anzug gebunden ist. Vor allem auch an die Maske, was halt am Ende des Tages auch schon effizient ist. Ich kann aber auch verstehen, warum sie es nicht gemacht haben. Einfach um zu sagen, in weiteren Filmen, die mehr oder weniger bestätigt sind, können wir somit William Afton bzw. Matthew Lillard immer noch als Schauspieler nehmen und ihn auch zeigen ohne Helm. Finde ich nicht so verkehrt, bin ich ganz ehrlich. Wenn wir jetzt in weiteren Filmen ihn ohne Helm sehen, also ohne Springtrap-Maske, fände ich es nicht so schlimm. Ich fände es sogar ganz geil, weil er wirklich sehr gut in diese Rolle passt. Nichtsdestotrotz war die Szene halt schon eher ein bisschen mau, ein bisschen mehr Geschrei, ein bisschen mehr Schmerz, aber am Ende des Tages war es trotzdem gut umgesetzt. Ich meine, es haben sich metallerne, ich sag mal, Finger in Anführungsstrichen in seinen Brustkorb gebohrt und im schlimmsten Fall auch irgendwelche Organe und, naja, halt, weiß ich nicht, also ich glaube,
Es war schon eine sehr gute Szene. Auch sein prägnanter Satz, I always come back, im Deutschen einfach super schlecht. Wirklich, es ist so schlecht, aber man kann es halt nicht besser machen, als es hundertprozentig zu synchronisieren. Aber im Deutschen war es einfach, es hat sich falsch angehört. Ich komme immer wieder zurück. Nichtsdestotrotz, super gemacht. Er hat auch das einfach so gut performt. Und dann natürlich, er wird weggeschleppt von den Animatronics, wird da eingesperrt. Man sieht den Geisterjungen, der ja augenscheinlich Golden Freddy besessen hat, wo sich einige nicht sicher sind, ob er vielleicht nicht sogar der Cupcake-Typ ist, aber es soll, glaube ich, Golden Freddy sein. Und dann, naja, geht der Film quasi zu Ende. Mike und Abby haben ihr mehr oder weniger Happy End. Vanessa liegt im Krankenhaus, weil sie von ihrem Daddy mit dem Messer abgestochen wurde. Oh mein Gott, ich hätte fast das Wichtige vergessen. Die Scream-Parallele von Matthew sein ikonisches Messer abziehding. Für dich hingegen war es das. Es ist so geil gewesen. Oh mein Gott, es hat mir so Gänsehaut verpasst. Ich fand es ja im Trailer schon so geil und das ist so ein guter, also eine gute Anspielung von Matthew Lillard an Scream, an seine Rolle in Scream 1. Einfach nur episch. Auch wie gesagt, Matthew Lillard hat den Film so getragen und er war ganz, ganz wenig nur zu sehen. Das ist das Faszinierende. Nichtsdestotrotz, der Film endet. Augenscheinliches Happy End. Wir sehen, William Afton lebt noch, er ist zwar eingesperrt im Springtrap-Suit und er ist auch eingesperrt in der Pizzeria, die da halt einen Abgang gemacht hat, aber am Ende ist ein relatives Happy End. Was mir gerade noch einfällt, bezüglich alter Lore, neuer Lore vom Film-Lore und Game-Lore, der Moment, wo Abby eigentlich fast in Circus Baby, also zumindest nicht die Variante, die wir aus dem Spiel kennen, das ist tatsächlich, so wie ich es mitbekomme, aus einem Buch eine Variante, die auch gar nicht so heißt, aber gleiches Prinzip, sollte da eingesperrt werden, hätte die Lore gut gemacht, aber das wäre dann schon wieder für einen 16 Jahren Altersfreigabefilm ein bisschen zu brutal gewesen. War aber eine geile Anspielung, um zu sagen, okay, die kennen die Lore trotzdem und sie achten auch darauf, wollen aber irgendwo ein bisschen ihre eigene Geschichte erzählen. Was, finde ich, gar nicht mal so verkehrt ist zu einem gewissen Teil. So, und jetzt kommen wir noch kurz abschließend zu der Aussage von wegen, ja, nicht so brutal und irgendwie, ne, es fehlt ein bisschen was hier und da. So, man muss sich bedenken, das war jetzt Film 1, der auf Teil 1 mehr oder weniger basieren soll und wir haben auch noch mindestens zwei Filme, die Fakt eigentlich kommen sollten, weil Matthew Lillard für drei Filme, so wie ich es mal mitbekommen habe, unterschrieben hat. Dementsprechend könnte es einfach sein, dass die Filme jetzt von Film zu Film krasser werden, wie es ja auch in den Spielen der Fall ist. Die werden ja auch einfach mit der Zeit krasser und brutaler und goriger. Und deswegen glaube ich, dass dieser Film für seinen jetzigen Stand und durch das Wissen, dass noch weitere geplant sind, solide ist. Wie gesagt, kein Meisterwerk, kein heftiger Horrorfilm, also ich würde es nicht als Horrorfilm deklarieren, aber rundum eigentlich gut, muss man sagen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum so viele sagen, dass das so enttäuschend war und so ein Shitfest war, weil für mich persönlich, der sich mit der FNAF-Lore viel auseinandergesetzt hat, kein großer Fan der Reihe ist, aber jetzt auch nicht sagt, dass es mir egal ist. Also ich bin nicht so, ich bin mittendrin irgendwie und ich muss sagen, ich fand den Film geil. Wie gesagt, viel zu verdanken Matthew Lillard als William Afton, weil das hat schon sehr viel rausgeholt. Aber am Ende des Tages, ich finde, es ist eine super gute Lore, es ist super gut erzählt worden. Auch Abby, die mit den Geisterkindern, dass sie quasi sie aufweckt und sagt, hier, der Typ hier, das ist eigentlich das Arschloch, das ist nicht euer netter Kollege hier, es ist der Typ, der euch umgebracht hat. War geil, ich fand's super cool. Ich bin gespannt, was da noch kommt und meine abschließende Kritik ist, von 10 Punkten würde ich dem Film solide 7 bis 8 geben. Weil, wie gesagt, ich verstehe einige, die sagen, ein bisschen mehr Blut hätte gut sein können und ein bisschen mehr Brutalität auch. Und ich verstehe vor allem die sagen, hier, da wurde die Lore von FNAF gar nicht berücksichtigt. Verstehe ich. Aber wenn man den Film einfach als FNAF-Film betrachtet, der einfach eine neue oder eine eigene Geschichte zum Teil erzählt, finde ich es ganz okay. Wir haben im Prinzip alles, auch wie gesagt Circus Baby, wir haben alles bekommen. Theoretisch. Nur halt anders abgewandelt. Und das finde ich auch okay, wenn man es akzeptiert und sagt, okay, die machen ein bisschen ihr eigenes Ding. Es ist keine hundertprozentige Kopie von der FNAF-Lore, die wir aus den Spielen und den Büchern und so kennen, was ich persönlich auch nicht so schlimm finde, bin ich ganz ehrlich. Natürlich hätte ich das auch gerne gesehen, aber A, es kommen noch weitere Filme, die uns begeistern können. B, denke ich, dass viele FNAF-Fans trotz dass es nicht 1:1 das ist, was man aus den Spielen und Büchern kennt, sehr zufrieden sind, weil es einfach was ist, wo man sich man kann es sich gerne angucken. Ich verstehe, also ich bin der Meinung, man kann es sich super gut angucken. Und am Ende finde ich, nur weil das als Horrorfilm deklariert wurde, den nach einem Horrorfilm zu beurteilen, finde ich jetzt eigentlich nicht so fair, weil, wie gesagt, er ist ab 16. Und trotz, dass er ab 16 ist, finde ich, bis auf 2-3 Szenen ist es okay gewesen. Es ist ein feiner Film gewesen, der absolut seine hundertprozentige Daseinsberechtigung hat.
Und deswegen an alle, die dieses Video sehen, die vielleicht auch selber Filmkritiken machen und gesagt haben, der Film war scheiße, ich verstehe euch nicht ganz. Ich verstehe euch zum Teil, wirklich. Und auch die FNAF-Fans, die sehr, sehr verärgert sind. Ich verstehe beide Seiten super gut, aber ich würde auch sagen, der Film ist durch und durch gut. Es ist kein Film, wo ich sage, oh mein Gott, den gucke ich mir nur einmal an und das reicht. Ich bin mir sicher, ich werde ihn mir nochmal angucken und auch auf DVD und Blu-ray, was weiß ich, mir den gerne holen. Aber am Ende des Tages seid ihr gefragt. Ihr müsst natürlich für euch selber entscheiden, ist der Film was für euch, ist der Film nichts für euch? Und wenn ihr dieses Video seht und ich gehe mal davon aus, weil ihr den Film gucken wollt, weil ihr ihn gesehen habt oder weil ihr FNAF-Fans seid, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Ich finde, er war sehr gut. Es war nicht der perfekte FNAF-Kopie-Film, sage ich mal. Es war aber ein guter, eigenständiger Five Nights at Freddy's-Film, der absolut seine Daseinsberechtigung hat. Wie gesagt, eure Meinung bitte in die Kommentare. Ich freue mich jetzt schon, die zu lesen, ob es positive oder negative Meinungen sind. Haut sie gerne rein. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn es einer herkommt und sagt, aber der Punkt macht das Ganze schlecht. Und ich sage, okay, jo, doch, da kannst du schon recht haben. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls euch solche Videos, ob es jetzt Filmkritiken, ob es jetzt Fun Facts, Theorien rund um Filme und Serien, wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal gerne mal aus. Hier gibt es sowas zweimal in der Woche mindestens. Und ja, wenn euch was hier gefällt, dann bleibt doch gerne hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. So, jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, euch wiedersehen zu können im nächsten Video. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.